Prinzip sind wir hergekommen, weil mein Mann hier mal durch die Straßen gegangen ist und die Musikschule gefunden hat und meinte, ah, das sieht unheimlich nett da aus. Dann haben die Kinder angefangen und ich gedacht, ach, das wäre doch schön, hier auch was zu machen. Und ich finde halt besonders toll, dass es so eine künstlerische Schule ist, weil hier ist so eine nette Atmosphäre, das ist halt nicht so, ja, unpersönlich und inspirierend. Genau, wir spielen jetzt zusammen, die sieben. Ich spiele zwei Takte vor. Okay. Also das Besondere an meiner Schule, denke ich, dass wir hier nicht nur die Unterrichtsmethode verkörpern oder irgendwie irgendeine Methode oder dass wir die Schüler versuchen zu binden mit irgendwelchen Pop-Songs oder Musical-Songs, sondern dass wir einfach an die Kraft der Musik glauben. Also wenn man Musik spielt, dann ist in dem Gehirn eine Party und ein Feuerwerk. Wir zählen jetzt nochmal den Klang und gucken, ob wir bis 26 kommen. Mal sehen, ob ihr so gute Ohren habt, dass ihr das noch hört, okay? 1, 2, 3. Bis wie viel habt ihr den Klang noch gehört? Bis? 29. Also wenn die Schüler auch schon ganz früh eigene Konzerte machen, also bei Schülervorspielen mit dabei sind, dann ist es irgendwie, für sie macht das der Unterricht dann Sinn. Sie haben dann sofort ein Ziel und plötzlich klingt das alles auch schon ganz am Anfang. Und die Schüler, die kommen dahin, die kriegen eine Urkunde, wenn sie dann fertig sind. Die kriegen Applaus, egal wie sie spielen. Es geht nur darum, dass sie da stehen und sich präsentieren, dass sie dieses Ziel spüren, Musik ist nicht nur für einen selbst, sondern es ist Musik, teilt man auch mit den anderen. Probier das nochmal. Zwei Hände, die machen was total Unterschiedliches. Das ist nochmal. Mache ich hier, drehen, massieren und hier. Und runter. Nein. Jetzt stehen nur deine Haare zu Berge. Ich spiele seit 30 Jahren ein Instrument und habe 3 Jahre aufgehört. Und das war ein ganz erstaunlicher Augenblick, weil ich in der Zeit nicht gemerkt habe, was mir fehlt. Aber nach 3 Jahren habe ich gesagt, mein Sohn möchte auch Geige lernen. Hat die dann rumliegen sehen. Okay. Oh, wie fangen wir an? Wir atmen. Und dann dachte ich, es ist blöd, wenn ich ihn nur sozusagen trieze und selber es nicht mache. Also habe ich dann wieder zur Geige gegriffen und auf einmal habe ich gemerkt, irgendwas verändert sich in mir. Ich habe wieder mehr Fantasie, ich bin geschickter, ich habe richtig gemerkt, wie das Gehirn anfängt wieder zu leben und zu arbeiten.